Herr Gertler, der 3M-Geschäftsbereich Health Information Systems gilt als ein bedeutender Anbieter von DRG-Codierlösungen. Kann Ihre Software den Menschen ersetzen? Sicherlich nicht. Das ist auch gar nicht unsere Absicht. In all unseren Entwicklungen, die wir haben, ziehen wir auf keinen Fall darauf, den Menschen zu ersetzen. Im Gegenteil. Als führender Anbieter im Krankenhaus für Codier- und Gruppierlösungen setzen wir uns schon das Ziel, das permanent nach neuen Verbesserungen zu schauen, wie wir also die Abläufe im Krankenhaus weiter optimieren können, wie wir den Mensch zentral aber durch entsprechende lästige Aufgaben in Anführungszeichen entlasten können und so eigentlich eine Effizienzsteigerung erreichen, sowohl für interne Prozesse, aber auch externe Prozesse in Richtung MDK, in Richtung Niederlassungsbereich und weitere Dinge, die einen Menschen im Krankenhaus beschäftigen. Das weit gesteckte Ziel ist die vollständige Digitalisierung möglichst aller Daten im Krankenhaus. Kommen Sie mit Ihren Lösungen diesem Ziel näher? Also besonders mit unserer Lösung, die ich auch gleich nochmal vorstellen werde, konkreter 316 Campus, ist unser Ziel, die Digitalisierung zu unterstützen. Also je mehr Informationen tatsächlich digital auslesbar sind, umso besser sind unsere Ergebnisse. Allerdings würde ich auch unseren Ansatz unterstützend sehen. Zum Beispiel, wenn ein IT-Leiter heute vor der Herkulesaufgabe steht, eine digitale Patientenakte einzuführen, könnte man mit unserem System feststellen, okay, welche Dokumente sind besonders relevant für eine Codierung, welche müsste ich als erstes digitalisieren oder digital auslesen. Machen, ob das jetzt der Arztbrief ist oder ein bestimmter Schwesternbericht etc. pp. Und da helfen wir also dem IT-Leiter auch in der Priorisierung, welche Informationen als erste digital zur Verfügung gestellt werden sollten. Wie sieht die Funktionalität von 3M 360 Encompass aus? Ja, da habe ich Ihnen mal einen Textmarker mitgebracht. Also viele von Ihnen, die jetzt auch zuhören, kennen ja aus der Schule oder aus dem Studium, dass man sich wichtige Textpassagen in den Büchern markiert mit einem Textmarker. Und ähnlich funktioniert die Software 360 Encompass. Also sie schaut sich in den Fließtext, egal ob strukturiert oder unstrukturiert, nach codierrelevanten Informationen, validiert diese und stellt diese als Codiervorschlag dem Codierer zur Verfügung. Und wie gesagt, wir unterscheiden hier nicht zwischen strukturierten Daten, also Labordaten oder Medikationsdaten, sondern auch unstrukturierten Text. Das heißt, wir können also auch Arztbriefe interpretieren. Und das Wesentliche dabei ist, findet zum Beispiel die Software einen unspezifischen Code, der heißt also für die Codierung nicht spezifisch für eine Abrechnung geeignet ist, stellt sie sogenannte Multiple-Choice-Fragen, um dann gezielt auf den Code zu zielen. Der weitere Aspekt in dem ganzen Umfeld ist, dass wir jetzt auch schon mit der Version 1.1, die jetzt im vierten Quartal kommt, bereits Medikationspläne und Labordaten mit abgreifen, sodass wir dort auch Lücken in der Medikation oder in den Laborwerten erkennen und Hinweise geben, dass wir bestimmte Codes oder bestimmte Laborwerte nicht finden oder vice versa, dass wir Codes finden, die aber nicht reflektiert sind in den Medikationen. Also auch ein ganz wichtiger Hinweis im Hinblick auf eine vollständige Dokumentation, weil das ist heute der wesentliche Punkt, dass wir entsprechend die Leistung an den Patienten vollständig abbilden, um dann entsprechend leistungsgerecht zu vergüten. Können Sie uns einen typischen Workflow beschreiben? Also die Krankenhauswelt splittet sich im Moment in zwei Bereiche. Zum einen gibt es die Krankenhäuser, die mit dem Entlassbrief kodieren oder mit der Kodierung starten. Hat den großen Nachteil aus meiner Sicht, dass entsprechend der Patient schon lange das Haus verlassen hat, entstehen dann bei der Kodierung Rückfragen beim Arzt. Ist das Problem, dass der Patient, wie gesagt, schon weg ist. Der Arzt muss wieder in seinen persönlichen Dokumenten nachschauen und dort wiederum, das verzögert entsprechend auch den ganzen Ablauf. Von daher plädieren wir auf eine Codierung on the fly, wie wir sie nennen. Das heißt also, mit der Patientenaufnahme wird entsprechend schon mit der Codierung begonnen. 360e sammelt entsprechend alle Informationen mit der Patientenaufnahme. Die Akte wird vollständiger, die Codierqualität steigt und wir können diesen Check, den ich gerade beschrieben habe, zwischen Medikation und Labordaten auch schon während der Aufnahme kreieren und damit auch schon relativ frühzeitig eine sogenannte Working DRG erzeugen, die qualitativ sehr hochwertig ist, wo man dann auch entsprechend andere Funktionen in Richtung klinische Pfade oder SOPs mit steuern kann. Sie nutzen die vorhandenen digitalen Daten, beispielsweise aus einer EPA zur Codierung und erstellen daraus Codiervorschläge. Wie valide sind diese? Also da sage ich mal im ganz salopp, garbage in, garbage out. Also wenn ich schlecht dokumentiere und falsch dokumentiere, kann das System natürlich nicht das Richtige interpretieren, sondern die Information muss entsprechend schon gut sein, sie muss auch entsprechend valide sein und auch den Tatsachen entsprechen. Wie gehen Sie mit Daten um, die lediglich auf Papier vorliegen?
Gut, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, entsprechend diese Daten zu interpretieren. Also grundsätzlich ist, dass wir natürlich erstmal alle Daten auch aus Drittsystemen über AHL7 auslesen können, ohne Frage. Das Punkt ist, und das ist ja ein anderes Thema, Papier wird auch in naher Zukunft nicht verschwunden sein. Wir nutzen sogenannte OCR-Software, um diese Daten auszulesen. Ganz wichtig dabei ist, auch dort hält die Entwicklung ja nicht stand, sondern sie geht weiter. Und wir werden mit einem der führenden Anbieter im Bereich der OCR-Anwendung kooperieren, um das möglichst beste Ergebnis zu haben, um halt auch die sogenannten PDFs interpretieren und auswerten zu können. Eine Automatisierung der Codierung spart Zeit und Kosten. Haben Sie Erfahrungen, in welcher Höhe diese ausfallen könnte? Also zum einen gibt es natürlich Erfahrungswerte aus den USA. Jetzt werden viele sagen, oh, das ist nicht vergleichbar, das ist ein anderer Markt. Aber vielleicht, um da mal reinzukommen in das Thema, ist, dass wir insgesamt bei über 1100 Krankenhäusern seit 2011 in den USA aktiv sind. Wir sprechen hier von einer Verbesserung der Codiergenauigkeit auf 98%. Wir sprechen hier auch von einer Case-Mix-Erhöhung von 10%. Und eine generelle Akzeptanz, die entsprechend dort erreicht werden kann. Ganz wichtig auch zu verstehen ist, dass die Software, wie gesagt, unterstützt, den Codierer unterstützt und die Software hat auch keinen schlechten Tag. Also sie schützt natürlich immer auf der gleichbleibenden Qualität. Hinzu kommt, und das ist vielleicht das Messkriterium für Deutschland, was ein bisschen greifbarer ist, ist das MDK. Wir wissen heute, dass 17% aller stationären Fälle über das MDK geprüft werden. Die Aufarbeitung dieses Falles im Durchschnitt veranschlagt man 30 Minuten, teilweise mehr. Ich muss die Akten suchen, ich muss sie nochmal lesen, ich muss sie nochmal neu interpretieren. Bei 360 in Campus passiert Folgendes. Das System merkt sich, wo habe ich bestimmte Textpassagen in meiner Patientenakte gefunden, die auf diesen Code hinweisen. Wenn jetzt das MDK sagt, okay, ich hätte gerne den Code 1, 3 und 15 überprüft, klicke ich genau diese drei Codes an und das System auf Knopfdruck holt mir alle Informationen raus, wo habe ich diesen Code gefunden, in welchem Referenzdokument habe ich das gefunden und kopiert sogar die zugehörigen Textstellen raus, sodass entsprechend hier auch ganz zeitnah die Auswertung erfolgen. Das heißt, die Zeitersparnis ist hier natürlich immens.